Ich bin Darlene von Memory PC und wir haben ja schon angekündigt, dass wir unseren geliebten Steffen hier auf der Messe verloren haben. Und jetzt sind wir auf der Suche nach ihm. Wir haben jetzt schon zwei Kandidaten gefunden, die sich auf die Suche nach Steffen machen wollen. Stellt euch doch einmal ganz kurz vor, wer seid ihr denn? Hi, ich bin Clara, ich bin 19 Jahre und ich bin aus dem Saarland hierher gekommen. Ich bin Gerrit, auch 19, aber aus dem Saarland. Also die beiden werden jetzt mit mir hier durch die Halle laufen und dann werden wir mal gucken, ob wir an den verschiedenen Ständen Steffen irgendwo entdecken können. Dann lasst uns doch mal los. Und wo, in welche Richtung wollt ihr denn am liebsten? Da lang? Okay. So, dann folgen wir den beiden mal unauffällig. Steffen ist natürlich leicht zu identifizieren. Wenig Haare. Es gibt so viele Stände hier, er könnte überall sein, aber wir suchen jetzt erstmal den äußeren Bereich abzudecken und dann zu schauen, ob wir später noch den inneren Bereich abdecken können. Ah, okay, ja. Auf jeden Fall liegt schon eine Strategie vor. Minimal. Wie lange seid ihr jetzt hier schon auf der Gamescom? Seit gestern, Besuchertag schon da gewesen und heute alles üblich und rausgecheckt. So, jetzt wird sich hier einmal umgeguckt, ob Steffen irgendwo zu finden ist an den Ständen. Vielleicht versteckt er sich auch irgendwo. Wir wissen es ja leider nicht. Zum Glück haben wir auch für die Zuschauer ja ein wunderschönes Foto von unserem Steffen dabei, damit er auch identifiziert werden kann. Oh, da wird sogar schon im Publikum geguckt, ob Steffen sich vielleicht einfach irgendwo hingesetzt hat. Ja, wir haben da gesessen. Hätte sein können, dass sich da ins Publikum geschlichen hat. Das wäre natürlich ein gutes Versteck gewesen. Wir sind hier übrigens in Halle 10.1. Es wird auf jeden Fall die äußerste Strecke abgelaufen, um das Gröbste abzudecken. Die Halle ist natürlich auch nicht klein, also könnte das Ganze sich ein bisschen schwieriger gestalten. Und heute ist auch schon relativ viel los. Zum Glück ist nicht Samstag, also es hält sich noch in Grenzen, aber seid ihr denn das erste Mal auf der Gamescom? Also ich war letztes Jahr schon da und das war letztes Jahr mein erstes Jahr hier. Mein viertes Jahr tatsächlich, das dritte Mal in Folge und das erste Mal 2018 da gewesen. Dann müsstest du dich hier ja eigentlich ein bisschen auskennen, oder? Ja, mittlerweile glaube ich schon, natürlich immer ein bisschen eine andere Anordnung, andere Aussteller, Hersteller. Ja, das ändert sich immer ein bisschen, aber die Halle an sich, die kennt man natürlich mittlerweile schon. Dann haben die beiden natürlich schon mal einen guten Vorteil hier in der Halle. Wollt ihr die Reihen ablaufen? Jetzt wollen wir in die Reihen gehen, ja. Genau, die Halle ist natürlich sehr groß. Es wird zwischendurch immer gut aufs Plakat geguckt, wie Steffen nochmal aussieht. Und was ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt habe, wenn die beiden Steffen finden, können sie tatsächlich einen 150-Euro-Gutschein aus unserem Online-Shop gewinnen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Steffen zu suchen und zu finden. Warum? Jetzt habe ich fast die beiden sogar verloren. Und nicht nur Steffen. Wir haben ihn ja jetzt auch schon mehrere Tage gesucht und leider nicht gefunden. Oh, wir sind hier schon am TikTok-Stand. Vielleicht hat Steffen sich auch dort versteckt. Gucken uns einfach mal auf der anderen Seite der Halle um. Oh, hier wird es auf jeden Fall schon ein bisschen voller. Wir sind natürlich in größter Sorge, dass wir Steffen nicht wiederfinden. So, habt ihr denn jetzt schon mal einen groben Plan, wo ihr jetzt hin wollt? Und jetzt hier an dem Stand in der Mitte vorbei, weil da auch sehr offen ist und vielleicht da besser Überblick bekommen könnte. Der Plan wurde auf jeden Fall aufgegeben, einmal komplett außen rum zu laufen. Ich glaube, ich habe Steffen hier schon irgendwo mal gesehen in der Nähe. Weißt du denn schon, was du mit deinem Gutschein anstellen wirst, wenn du Steffen findest? Das kann mir so plötzlich noch keinen Gedanken machen, aber zumindest mal den Memory PC Shop auschecken auf jeden Fall. Das hört sich doch gut an. Eine Klasse dahin. Hast du ihn entdeckt? Hat er gestanden. Ich glaube, dann solltet ihr ihn mal ansprechen. Oh, Gott sei Dank haben wir ihn wiedergefunden. Der kriegt jetzt erstmal Ärger von uns, dass er einfach verschwindet. Da ist er ja. Steffen, wo warst du denn? Ha? Wir haben dich schon seit 3 Tagen gesucht. Ich bin hier bei unserem Partnerstand und gucke ein bisschen rum. Wir haben sogar extra ein Schild für dich gedruckt. Ja, wir haben uns echt Sorgen gemacht, dass wir dich nicht mehr wiederfinden. Ende gut, alles gut. Da wir ihn gefunden haben, kann ich jetzt zum Glück wieder abgeben. Und ich gebe das Mikrofon einfach mal weiter an Steffen. Moin. Wie ist dein Name? Clara. Clara und? Gerrit. Clara, Gerrit, danke fürs Finden. Ich habe die beiden schon vermisst. Ja, ihr habt auf jeden Fall was gewonnen. Und zwar habe ich das schon in der Hand. Ich habe das natürlich nicht geplant. Natürlich nicht. Vielen Dank fürs Finden. Und danke fürs Zuschauen.